Guten Morgen. Oh, scheiße, welche essen heute? Verdacht ist überhaupt nicht. Boah, Alter. Grundstimmung an die Pest heute. Guten Morgen, Internet. Heute ist Freitag, der 2. Oktober. Und meine Grundstimmung ist heute angepisst. Weiß auch nicht genau warum, aber der Tag fing schon scheiße an irgendwie. Keine Ahnung. Kam irgendwie nicht aus dem Bett und ich weiß auch nicht, ob das Wetter ist, was so die Stimmung so ein bisschen drückt. Irgendwie bin ich heute auch von allen so ein bisschen angenervt. Weiß auch nicht. Möglichen Grund gibt es nicht. Naja. Ich habe euch ja erzählt, dass ich Urlaub habe. Und eigentlich habe ich gehofft, dass ich ab 12. Nach Urlaub. Und eigentlich habe ich gehofft, dass ich ab 10. und 11. schon irgendwie frei habe. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich am 10. und am 11. nochmal 12 Uhr Dienst. Und habe an zwei anderen Tagen in der Woche frei. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. Ich weiß auch nicht, war irgendwie auf. Ich habe halt auf die anderen Tage gehofft. Naja. Gut. Die letzten Tage haben uns welche Nazi-Spacken schon wieder den ganzen Laternenpfähle. Und alles andere, was sie irgendwie gefunden haben, schon wieder beklebt mit irgendwelchen Blödsinnsaufklebern. Weiß ich nicht, hier Asylrecht nicht missbrauchen, Finger weg von unseren Kindern und was für ein Quatsch ich da alles ausdenken. Dämlichen Spacken, ey. Hab ich mir auch auf. Vielleicht sollte ich heute lieber nicht vloggen. Mit so einer Grundstimmung. Du hast gute Laune, ne? Das ist schön. Das ist schön. Sollte wahrscheinlich joggen gehen, dann wird schon besser. Letzte Woche bin ich Donnerstag das letzte Mal gelaufen, dann bin ich am Montag wieder laufen. Ja, am Montag. Jetzt haben wir Freitag und ich war seitdem wieder nicht laufen. Ist komisch. Wenn ich joggen war, habe ich bessere Laune. So generell ist der Tag dann irgendwie macht Sporttreiben scheinbar glücklich. Wahrscheinlich wegen dem Hormonen, die man ausschüttet, hier Endorphine oder so. Keine Ahnung. Ich komme morgens auch so schlecht aus dem Bett jetzt, ich weiß auch nicht. Schlafen ist sowieso scheiße. Verschwendet man so viel Zeit. Ehrlich. Ich halte Schlaf wirklich für Zeitverschwendung, aber. Man braucht ja, merkt man ja auch. Und wenn man sich nicht nimmt, dann nimmt sich der Körper irgendwann von alleine. Und dann bin ich auch ein Piss, wenn ich dann bis um 10 im Bett liegen bleibe und nicht aus dem Tee komme oder so. Dann mache ich heute Morgen den Rechner an. Das Video vom 29. habe ich gestern Abend noch fertig geschnitten, aber noch nicht weiter gemacht. Dann mache ich den Rechner an, fülle den ganzen Quatsch in Final Cut aus, so Titel, Beschreibung und Text und so. Und ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das in Final Cut machen müsste. Weil ich musste ja in YouTube, wenn ich hochlade, nochmal alles reinstellen. Weil ich das Video mit der Webseite von YouTube hochlade und nicht aus Final Cut heraus. Ich weiß auch nicht, warum ich das. Am Anfang habe ich das mit Final Cut aus Final Cut direkt rausgeladen zu YouTube. Dann habe ich irgendwann angefangen, das auf der YouTube-Seite zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss mir das nochmal angucken und nochmal ausprobieren, warum ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht habe. Naja, jedenfalls mache ich den Rechner an, fülle da alles aus, gehe auf YouTube, sage Video hochladen, fülle da alles aus und dann zeigt er mir an, dass er irgendwie 120 Minuten braucht. Ich sag, ne, habe ich mir so gedacht, naja, 12 Stunden ist lange. Normalerweise geht das schneller. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm, muss ja eh noch mit dem Hund raus und so. Und statt aber, dass es weniger wird, wird es immer mehr. Irgendwann waren nachher schon 400 Minuten, 500 Minuten, keine Ahnung. Dann habe ich den Upload abgebrochen.
Hab den Upload neu gestartet, also nochmal alles ausgefüllt, nochmal so. Und dann ist er von 500 Minuten, wo er ungefähr zuletzt war, gleich hoch auf über 1000 Minuten. Ich so, oh Gott. Dann den Rechner neu gestartet, hab nochmal alles ausgefüllt. YouTube, ihr sagt hier, dieses Video hochladen, Text eingeben und so. Und dann zeigt er mir 55 Minuten an und wurde auch weniger. Also jetzt lädt es gerade hoch. Merkwürdig. Auch nicht nachvollziehbar, ne? Aber ja, ihr solltet schon verstehen. Aber ich muss tatsächlich mal gucken, warum ich. Aber irgendeinen Grund muss ich ja gehabt haben, dass ich das nicht mehr aus feinen Kategorien lang habe, sondern. Ich weiß ja nicht. Soll ich den Stock werfen? Gut. Oh, ich bin. Ich, boah, nee. Ich mag das nicht, wenn ich so bin. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin erstmal, ich bin heute von grundsätzlich von jedem und alles erstmal genervt. Ich könnte jeden anmaulen, der mir begegnet. Ich könnte mich über jeden Scheiß aufregen, den ich hier irgendwo sehe. Toller Scheiß. Obwohl ja keiner was dafür kann. Und natürlich liegt das an mir. Und mit dem Hund im Wald rumtoben ist immer gut. Die Laune wird besser. Beim Hund auch. Heute ist Tag des Lächelns, habe ich gerade gelesen. Und ich habe schlechte Laune. Ne, obwohl inzwischen geht's. Aber keine Ahnung, was los war. Naja, feiern wir den Tag des Lächelns. Sauer, 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 sauer. Sauer, sauer, sauer. Haben wir ins Kind immer gemacht, wenn Wespen ankamen. Sauer, 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 wie gesagt. Hat nicht wirklich geholfen, glaube ich. Aber eben ist er auch abgehauen. Ich war gerade noch im Edeka, wollte mir eigentlich so True Fruits Zeugs holen, aber es gibt es im Edeka leider nicht. Gibt es irgendwie so ein neues Teil mit Kurkuma und so, das wollte ich mal probieren. Naja, jedenfalls habe ich dann Clubmate genommen und vor mir in der Kasse stand ein Typ. Und dann sagte die Verkäuferin, eine Polin, schönen Feiertag morgen zu ihm. Und er sagte, ah, ich habe Trauertag. Und sie guckte ein wenig verdutzt. Ich habe Trauertag, die DDR ist weg. Und lachte und. Aber ich glaube, das meinte der echt ernst. Ich weiß auch nicht. Merkwürdiger Tag heute. Und morgen war ich so komisch gelaunt, weil. Es ist, als wenn mir ein Tag fehlt. Als wenn ich einen Tag verschlafen habe oder so. So ganz komisch. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was für ein Tag ist, was gestern war. So Sachen. Hast du überhaupt gestern arbeiten? Hast du frei gehabt? Irgendwie so. Ganz merkwürdig. Ich glaube, daran liegt das, aber. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich, als wenn mir ein Tag fehlt. Es ist tatsächlich so, dass ich mich an kaum etwas erinnere von gestern. Zum Glück habe ich einen Vlog aufgenommen.